herzlich willkommen zum What the Nerd Podcast. Okay, das Rauschen irritiert mich sehr und dass Mirko dieses Mal bei diesem Podcast auch nicht dabei ist. Das Rauschen könnte von meinem Laptop herrühren, der sich unanständig benimmt und laut ist. Hallo Paul, schön, dass du da bist. Ja. Ja, hallo Kevin. Wir starten grundsätzlich sehr professionell, sehr leidenschaftlich. Oh Gott, auch warte mal. Stammbesetzung in den Podcast. Mein Laptop dreht gerade ein wenig am Rad, wie du vermutlich hören kannst. Ja. Ich entferne mich mal ein bisschen, damit das vielleicht nicht ganz so laut ist. Geht das oder ist es... Wunderschön. Okay. Der hört auch irgendwann wieder auf, aber die Lüftung ist im Arsch und ich muss den irgendwann mal zur Reparatur bringen. Wie viel Staub hast du insgesamt angesammelt? Viel zu viel, das ist ein altes Haus. Ah, da ist es schon wieder weg. Aber ich bleibe jetzt trotzdem in einiger Entfernung zum Laptop sitzen und mache den Podcast so zu Ende. Kaum ist Mirko nicht im Podcast dabei, merkt man, wie es einfach alles den Berg und den Bach runtergeht. Das ist ja grässlich. Der ist schon so ein bisschen das Niveau bei uns. Die technische Seite ist von Mirko immer perfekt ausgestattet. Das Niveau würde ich jetzt... Mirko, schöne Grüße, hi. Schön, dass du in diesen Podcast reingeschaltet hast. Und natürlich auch Hallo an alle anderen. Zu viel Intro, zu wenig Inhalt. So ist es man ja von uns gewohnt. Deswegen, Paul, möchtest du vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was machen wir hier gerade und warum machen wir es? Wir machen einen Podcast über Rap bzw. Hip-Hop und wir machen das, weil wir Lust drauf haben. Ah, so. Und weil wir, glaube ich, die einzigen beiden im What the Nerd-Team sind, die diese Art von Musik hören. Ja. Das steht jetzt alles so ein bisschen im Widerspruch mit dem, was ich bei unserem Musikempfehlungspost geschrieben habe, wo steht, dass es wahrscheinlich erstmal keinen Musikpodcast geben wird, aber wir sind ja auch noch für eine Überraschung gut. Das ist ja schön zu sehen. Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Rap, ich wollte ganz kurz schon Deutschrap davor hängen, hab dann aber gemerkt, ach, darüber reden wir heute nur zum Teil. Aber ich denke mal, wir wollen auch schnell in das Thema einsteigen und machen das auch direkt. Sehr professionell haben wir uns auf einem weißen DIN A4-Blatt mit Bleistift und in krakeliger Schrift 4 Fragen notiert, die uns irgendwie durch diesen Podcast leiten sollen. Und jetzt, ich habe den Faden verloren, den roten Faden. Paul, wie bist du zu Rap gekommen? So schnell ins Thema. Wie ich zu Rap gekommen bin? Also den ersten Kontakt mit Rap hatte ich in der Grundschule. Das dürfte so in der in der dritten, vierten Klasse, also 2005, 2006 so gewesen sein ungefähr, wo die ganze Deutschrap-Szene gerade total groß geworden ist und mit Sido und den ganzen Leuten und ich fand da die meisten davon total scheiße, aber viele Freunde von mir haben das total abgefeiert wegen total hart und krass und alles. Ja. Ich persönlich habe zu Rap gefunden vor knapp 2 Jahren. Da habe ich dann vermehrt angefangen, Rap zu hören. Vorher habe ich irgendwie so ein bisschen nebenbei ein paar Sachen gehört, irgendwie so Beastie Boys, nicht so komplett Rap quasi. Und mittlerweile hat sich mein Konsum von Hip-Hop und Rap dann doch gesteigert. Das ist auf jeden Fall schön zu hören, weil dadurch können wir diesen Podcast jetzt auch machen. Was schon mal sehr gut ist. Das wäre sonst unpraktisch. Ja. Oh, ich möchte übrigens Philipp Borgmann auf What the Nerd begrüßen. Ja, das ist gerade einer unsere meiner Seite Kommilitonen. Philipp, Grüße, wenn du diesen Podcast hörst. Hallo Philipp. Danke, dass du es gerade geliked hast. Schön. Soll ich jetzt mal unverhohlen Werbung für ihn machen? Er wollte mal für uns einen Gastbeitrag schreiben und er hat gerade seinen eigenen Blog an den Start gebracht. Ich sage einfach nur ganz kurz, Butterkeks-Swag. So, damit ist alles gesagt. Geiler Name. Und ich hab genug Werbung dafür gemacht, dafür, dass für uns nie jemand Werbung macht. Also, außer wir selber. Schön. Gut, Philipp, Grüße nochmal an dich, falls du diesen Podcast überhaupt hörst. Egal. Zurück zum Thema. Genau, du sprachst Sido. Wie bist du denn zu Rap gekommen? Schön, dass du es nämlich gesagt hast mit Sido und Bushido. Ich hatte nämlich erst gedacht, so ich wäre auf diesen Punkt gekommen, ich habe vor 4 Jahren eigentlich wirklich angefangen, Rap zu hören. Aber jetzt, wo du es
bemerkt hattest mit Sido und der ersten deutschen großen Rap-Szene, eigentlich mit Agro Berlin und so weiter, ja. Also die wirklich dann in den Mainstream irgendwie gelangt ist. Davor gab es ja auch jede Menge anderes, obwohl ich da wenig zu sagen könnte. Kenne ich auch noch. Ich kenne auch die Zeit während meiner 6., 7. Klasse, wo dann auch der Fixsong, so, ich wollte es jetzt nicht ganz, aber eigentlich könnte ich, aber ach, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt wissen alle, wovon ich rede und muss ich es auch nicht mehr nennen. Das war halt total bekannt und war halt auch total cool, so, weil, oh, der ist voll böse, das ist voll krass, so, ich weiß nicht, kennst du das? Und daher kannte ich auch Rap, fand's aber eigentlich persönlich nie so geil. Mir hängt zwar gerade noch Sonnenbank-Flavor von Bushido im Kopf, aber puh, qualitativ auf einem ganz anderen Niveau. Aber um jetzt mal wirklich qualitativ hochwertig ins Thema einzusteigen, ich habe vor 4 Jahren mit Rap, mit Deutschrap vor allem angefangen, weil davor habe ich eigentlich nicht so richtig Musik gehört. Ich hatte wenig Musik auf meinem MP3-Player und habe vor allem so Charts-Gedöns gehört und so Haus-Zeug. Oh Gott. Das kam vor allem durch meine damalige Freundin und ihren Kontakt zu House-DJs. Gott sei Dank habe ich das etwas abgelegt und zu einer meiner Meinung nach wesentlich besseren Musikrichtung, nämlich dem Deutschrap, gefunden. Und das kam durch FR, falls dir der was sagt. Aber ich glaube, der ist trotz seiner knapp 12-jährigen Bühnenzeit noch recht unbekannt. Immer noch. Ja, sag mir was vom Namen her, habe ich aber nie wirklich viel gehört. Oder ich habe, glaube ich, mal 1-2 Songs gehört, mehr aber auch nicht. Zu unseren Lieblingskünstlern, wozu FR bei mir immer noch zählt, würde ich, glaube ich, gleich kommen. Also die Frage, wie ist man zu Rap gekommen, ist ja relativ schnell abgehandelt. Das ist schon mal schön. und damit eigentlich hatten wir einen ähnlichen Weg, ist mir aber aufgefallen. Ja. Ungefähr zur gleichen Zeit, so rein jahrestechnisch, damit in Kontakt gekommen und am Anfang als scheiße befunden. Der einzige Unterschied ist eigentlich nur, dass du damals House und so weiter gehört hast. Ja. Und ich habe damals eher klassischen Rock gehört und habe mir gedacht, alles andere außer Rock und Punk ist scheiße. Ja, aber das hat sich bei mir auch so ein bisschen gewandelt. Also ich glaube, das ist auch mehr so ein Ding der Jugend, so auf eine Musikrichtung zu stehen und alles andere irgendwie blöd zu finden, habe ich so das Gefühl, weil wenn man mich heute nach meinem Musikgeschmack fragt, sage ich zwar Deutschrap, weil ich das präferieren würde und sehr gerne höre, aber es gibt halt auch in allen anderen Musikrichtungen eigentlich immer irgendwas, was mir halt auch gefällt. Es gibt auch total coole Elektro-Stücke, es gibt auch immer noch Charts-Hits, die ich zum Teil nicht schlecht finde. Es gibt auch Balladen, die ich super finde. Also das ist mehr so ein dieses typische, eigentlich höre ich ja so alles. Obwohl ich immer noch zum Teil halt oder zum Großteil Deutschrap höre, aber ich würde nie sagen so, oh, das ist alles anderes scheiße. Ja, ich höre auch sehr, sehr viel durcheinander mittlerweile. Also die einzigen Sachen, die ich nicht wirklich höre, sind so Elektrosachen. Das ist einfach nicht so meins. Also wirklich in Richtung House und so weiter und so fort. Und so diesen typischen Plastik-Chart-Pop. Wobei sich Techno / elektronische Musik und Chart-Pop mittlerweile auch nicht mehr viel geben. Ne, ist kein großer Unterschied. Ich kann mir noch erinnern, war das vor 2 Jahren, 2012, wo jedes verkackte Lied eigentlich Dubstep drin hatte. Jedes Chartlied. Ja. Boah, war das geil. And it feels like I that's too close to love you. Wow, 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 wow. Wup, 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 wup. So jetzt ungefähr. Mit 100% mehr wup, wup. Grässlich. Und gefühlt ist es dieses Jahr oder zum Jahreswechsel das Saxophon, das jetzt überall wiederkommt. Ja. Viel zu viel und viel zu oft. Aber maybe I don't know. Ach, egal. Ja, genau. Ja. Saxophon ist ein schönes Instrument, aber es wird falsch benutzt. Aber das kann man bei so vielen Sachen sagen. Egal. Das ist wahr. Wollen wir wieder zum Rap kommen? Was für eine Art wär vielleicht gar nicht so doof, ja. Was für eine Art Rap hörst du?
Das ist jetzt eine ziemlich gute Frage. Also, ich höre gar nicht so viel Rap aus Deutschland, so ein paar Sachen schon, aber kommen wir gleich noch mit Lieblingskünstlern und so drauf zu sprechen. Dafür höre ich sehr, sehr viel Rap und Hip-Hop aus England, weil da auch so mein Rap-Hören wieder angefangen hat. Unter anderem mit Michael Payne, von dem ich regelmäßig vorschwärme. Und über den bin ich dann immer weiter auf andere gekommen. Und die ganze Szene in England ist riesig und sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil es in England dann auch noch die Stilrichtung Grime gibt, die elektronische Elemente dann noch sehr viel da reinmischt. Und ja, das ist also da sehr weit gefächert und sehr, sehr gut. Was ich auch, oder was ich interessanterweise überhaupt nicht höre, oder sehr, sehr wenig bis überhaupt nicht, ist amerikanischer, also US-Hip-Hop. Wenn es bei mir darum geht, präferiert Deutsch-Rap, das hatte ich ja schon gesagt, habe aber auch nichts gegen, gegen grundsätzlich englischsprachigen Rap. Ich hätte jetzt keinen französischsprachigen Künstler parat, weil ich das, glaube ich, auch arg anstrengend finden würde. Aber da auch abseits, ich glaube, da so ein bisschen zu sehr Mainstream, wenn es zum Beispiel an Macklemore geht, Eminem und so weiter, aber das ist halt arg in diese Richtung gefächert, dass ich da sagen würde, okay, was englischsprachigen Rap angeht, bin ich auch sehr Mainstream. Ja. Aber beim Deutschrap wohl eher weniger. Aber das, finde ich, ist genauso wie Moment, hoppla, Entschuldigung, das war mein Handy. Ich hoffe, man hat es nicht gehört, aber man hat es gehört. Und jetzt, wo ich drüber rede, finde ich, ist es genauso wie bei generellem Musikgeschmack. Also, dass man sich auch da ja mittlerweile eigentlich nicht mehr so drauf versteift und ich höre nur Deutschrap und eigentlich auch nur das, sondern dass man ja von allem irgendwie auch was mitkriegt, dank des Internets. Es ist ja viel einfacher, an alles ranzukommen. Ja. Wenn ich mal überlege, dass ich heute schon wieder 2-3 neue Tracks in meine Like-Liste bei Soundcloud gepackt habe, dann ist das eigentlich nichts Besonderes. Und deswegen finde ich es auch so schwierig, sich dann immer auf eins zu verlassen und zu sagen, so, ja, das ist auf jeden Fall das, das liebe ich total und da kommt mir auch nichts anderes gegen, weil es gibt halt auch in allen anderen Richtungen super, was man so hören kann. Mhm. Ist das bei, oder es gibt natürlich dann auch diese Unterteilung in Gangster-Rap, ja, der halt früher ja dann von Sido, Bushido etc. pp. Sehr vertreten wurde und jetzt neuerdings dieser Pop-Rap oder Fun-Rap, der irgendwie von Leuten wie Crow, den ich ja überhaupt nicht abkann, gemacht wird. Gibt's Ray da off. Irgendwie noch was? Rayoff. Ach ja, stimmt. Ja, Scheißname. Rap und Pop. Ja, genau. Oder Fun-Rap oder was auch immer. Gibt's da irgendwas, was du da noch besonders präferierst? Also ich glaube, da präferiere ich nichts. Es geht eher, kann man das gegenteilig sagen, ich vermeide eher Gangster-Rap. Also so Kollega und Haftbefehl und so weiter. Ja. Das sind jetzt natürlich auch die Koryphäen auf diesem Gebiet. Aber ich fand halt auch Sido nie so cool. Okay, jetzt kann ich da ein bisschen mit Nostalgieblick drauf schauen und sagen, so ein schlechtes Vorbild ist ja eigentlich ganz witzig. Aber es ist mir so in die Schiene und wenn es fast schon ernst gemeint ist, zu anstrengend. Und deswegen bin ich mehr so, ah, es ist so schwierig. Und es klingt auch falsch, wenn ich jetzt sage, intellektuell. Zumindest einfach nicht diese Gangsterschiene. Ich glaube, das lässt sich nicht so einfach benennen. Da kommt man, glaube ich, eher drauf, wenn man Lieblingskünstler nennt. Also das ist einfacher. Ich denke mal, bei dir ist es ja ähnlich. Oder hörst du auch in die Richtung Gangster-Rap? Nee, also bei mir ist es so, dass ich auch sehr viel durcheinander höre. Aber dieses ganz krasse, yo, ich bin der totale Gangster und habe Zitat 18 Bitches an meinem Cock hängen, finde ich irgendwie auch dumm und scheiße. Ja, aber das Zitat ist halt, Ende. Ja genau, das ist ja mittlerweile einfach auch so ein Marketing Ding, muss man ja einfach sagen, das ist jetzt kein schönes Wort, aber auch Bushido mit seinem Stress ohne Grund, so, das ist ja quasi nichts anderes, das ist ja einfach nur Provokation für letzten Endes
Wirtschaftlichkeit, so ja, dass sich das Album halt verkauft. Und man muss halt immer wieder abwägen, ist das jetzt alles so ernst gemeint, aber auch wenn es nicht so ernst gemeint ist, also man wird es bei manchen Sachen raushören und dann fände ich es vielleicht auch witzig, aber so, bei vielen hört man es nicht raus oder es ist dann vielleicht sogar fast schon ernst gemeint und dann finde ich es persönlich eigentlich ungeil. Weil das ist halt dieses Profilieren und dieses, oh, ich bin der Geilste, ist halt nicht cool. Ja. So. Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass es so im Hip-Hop der 90er Jahre aus den USA so ein paar wirklich coole Sachen, die man als Gangster-Rap bezeichnen würde, gibt. Zum Beispiel N.W.A. mit Songs wie Fuck the Police oder Straight Outta Compton. Das ist irgendwie schon wieder ganz cool. Und auch so Wu-Tang Clan finde ich auch super. Ja. Und ist ja auch im Prinzip Gangster-Rap. Ich glaube, so ein Problem ist ein bisschen, wo sich das heute hin entwickelt hat. Ja. Und dieses komplett Übertriebene irgendwie. Aber ich habe auch das Gefühl, es hat sich einfach so in mehr Richtungen entwickelt. Also es ist wesentlich breiter geworden, das Spektrum. Ja, wenn wir gleich mal die Künstler durchgehen. Bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber bei mir, da habe ich schon so meine größeren Spezialisten. Lieblinge. Genau, meine kleineren Lieblinge. Aber das ist alles eine unterschiedliche Richtung, weswegen ich das so schlecht einordnen kann, beziehungsweise so schlecht angeben kann, so die Richtung. Aber vielleicht liegt es auch einfach am Internet und eben an diesen Möglichkeiten zu teilen, dass Rap ja mittlerweile auch verdammt, nicht Mainstream geworden ist, aber in der Gesellschaft halt wesentlich mehr akzeptiert und angekommen ist, wenn man sich mal überlegt, dass Materia und Casper und was war jetzt in den letzten Bestes Beispiel so Macklemore, der einfach momentan einer der weltweit absolut größten Künstler ist. Das wäre vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen. Ja, genau so ist es nämlich. Gerade in Deutschland. Und eben auch in Deutschland, dass so viel Deutschsprachiges jetzt so in den letzten 2-3 Jahren wirklich auf den Markt gekommen ist, wo du dann sagen kannst, okay, krass, das hätte es vor ein paar Jahren wirklich nicht gegeben. Und dadurch kriegst du es halt auch noch mehr mit, aber gefühlt sind es einfach noch mehr unterschiedliche Muster, die sich da irgendwie ergeben. Wollen wir so langsam mal zu unseren Lieblingskünstlern irgendwie... Können wir gerne machen. Da reden wir eh schon die Hälfte der Zeit. Genau. Gewollt dran vorbei. Genau. Warte mal, ich mach das doch mal ganz einfach. Ich gehe einfach mal zu dir auf Facebook. Ja. Mach mal Freundschaft anzeigen und guck da mal nach gemeinsamen Gefällt mir Angaben. Vielleicht können wir da schon mal was draus finden, was Rapper angeht. Ich gucke mal. Einen weiß ich da schon. Und zwar... Eins... 2, 3. Na, es sind gerade nur 3. Okay, gut. wollen wir mit Rockstar anfangen? Ich wollte es gerade sagen. Ja. Das war nämlich der, von dem ich es wusste. Ja. Rockstar. Willst du anfangen? Will ich anfangen? Du musst anfangen, sagen wir es einfach mal so. So muss ich muss anfangen. Okay. Ich habe ja schon mal einen Artikel über Rockstar geschrieben, aber das ist auch schon gute 2 Jahre her. Seitdem hat sich meine Meinung über ihn ein ganz klein bisschen verändert. Da habe ich ihn total abgefeiert. Was ist Rockstar? Rockstar ist ein Ende 20er Rapper, der vor allem über das Nerdsein und so weiter rappt. Also quasi das, was wir machen, nur in Musikform und Rap. Und der behandelt halt so Themen wie noch zu Hause wohnen, aber halt auch ein bisschen revolutionär sein. Also er ist jetzt nicht so der krasse Außenseiter, aber schon in seiner Nerd-Schiene verhaftet und man kann ihm das ganz gut abkaufen. Ich habe ihn damals total gefeiert, weil ich da gerade sein Nerd-Revolutions-Album mir geholt hatte. Das neue Album Pubertät habe ich mir noch bisher nur 1-2 Mal auf Spotify angehört und war jetzt noch nicht so super begeistert. Weil ich da irgendwie noch nicht weiß, wo er da so richtig hin will und mir da irgendwie der Mix noch nicht ganz so gefällt. Vielleicht arbeite ich mich da nochmal rein. Er zählt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsrappern. Also ich finde ihn sehr gut, aber unter meinen Top 3 wäre er, glaube ich, nicht. Oder ist er nicht so.
Ja, unter meinen Top 3 ist er auch nicht. Allerdings unter meinen Lieblingsrappern, die auf Deutsch rappen. Ich habe den über einen Freund kennengelernt, der meinte, jo, hör dir den mal an. Das war, da habe ich dann auch Nerd-Revolution durchentdeckt. Und das ist, finde ich, aber auch echt ein super Album. Irgendwie vor allen Dingen, weil es da halt so absolut einfach nur auf lustig gemachte Songs wie Sturmfrei gibt. Ja, genau. Andererseits aber auch emotionalere Songs wie Ballparadies zum Beispiel. Die dann irgendwie auch ein bisschen den tieferen Sinn haben quasi. Ja. Und das neue Album Pubertät habe ich mir jetzt zweimal angehört und finde es nicht ganz so gut wie Nerd-Revolution, aber immer noch ziemlich cool. Also es sind wieder ein paar sehr, sehr gute Sachen dabei. Und was ich total super finde, ist, dass auf dem Album sehr viel mit echten Instrumenten gespielt wird. Ja. Was ich immer sehr zu schätzen weiß als Musiker. Das ist auf jeden Fall gut zu hören, aber ich habe auch das Gefühl, da legen Künstler mittlerweile wesentlich mehr Wert drauf. Ja. Habe ich zumindest das Gefühl, also wenn ich jetzt mal auch so meine Riege der anderen Rap-Künstler, Rap hat ja vor allem meistens immer so Beats oder bestand ja lange Zeit daraus und mittlerweile legen auch viele Werte darauf, so manche sogar richtig mit orchestralem Sound ja. Dahinter und das ist eigentlich schon eine ganz coole Entwicklung, so ich als einigermaßen Musiklaie höre es nicht so raus, aber rechne es den Leuten hoch an, dass sie sich da Mühe gemacht haben und wirklich auch dahinter sitzen. Es irgendwie ganz interessant ist auch, oder selbst bei den Beats, genau das wollte ich sagen, selbst bei den Beats ist es ja so, dass da ganz häufig irgendwie einfach Parts von irgendwelchen alten Soul- oder Reggae-Songs zum Beispiel gesampelt werden. Ja. Wodurch man natürlich auch sagen könnte, ja, im Prinzip ist das auch mit echten Instrumenten. Aber es geht jetzt halt wirklich wieder viel mehr dahin, dass viele Musiker sich echt eine Band auf die Bühne stellen und auch auf den Alben dann viel weniger mit irgendwie ja, Beats arbeiten, sondern mit einer richtigen Liveband. Und das ist, ich war jetzt noch nie auf einem Live-Konzert so Hip-Hop-mäßig, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Doch, bei einem war ich, aber von einer kleineren Band. Ja. Das war auch cool. Und Schall und Rauch, eine Kieler Band. Gibt es, glaube ich, aber auch nicht mehr. Schade eigentlich. Und bei einem Live-Konzert kommt es einfach viel, viel besser rüber, wenn da nicht ein Typ ist, der, oder zwei Typen, einer hat einen Laptop, auf dem er rumdrückt und einer, der rappt. Genau. Und bei einem richtigen Live-Konzert, wo du dann irgendwie zwei Gitarristen, einen Bassisten, einen Schlagzeuger und vielleicht noch eine Sektion mit Bläsern auf der Bühne stehen hast und einen Typen, der singt oder rappt, das kommt nochmal viel, viel besser. Ja, auf jeden Fall. Das macht auch wirklich Spaß, sich das dann anzuhören. Ich war jetzt schon auf mehreren Rap-Konzerten, da können wir vielleicht auch gleich nochmal bevor wir jetzt so aneinander vorbeireden, wollen wir vielleicht doch mal ganz kurz unsere Top 3 nennen? Können wir gerne machen, dann müsste ich jetzt kurz nachdenken, aber fang du dann schon mal an. Okay, dann fange ich an. Dann fange ich mit Fabian Römer / FR an, über den ich auch zum Rap gekommen bin. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich auf seine ersten Tracks gekommen bin, aber da hat er, glaube ich, gerade sein 4. Album draußen. Der Junge ist, glaube ich, 2 Jahre älter als ich. Oder 3? Nee, ich glaube, es sind 2. Es ist Jahrgang 91. Und hat bereits mit 12, 13 angefangen zu rappen. Dementsprechend gibt es auch 3 Alben, wo er mit sehr jugendlicher Stimme rappt. Was für heutige Ohren entweder klingt wie Masimoto oder sehr anstrengend. aber es ist eigentlich ganz witzig. Und er hat sich halt auch so ein bisschen wegbewegt von seinen Wurzeln, wo er halt auch noch so vielleicht als Kind auch ein bisschen geprägt, als sehr Jugendlicher, auch so dieses, oh, ich bin total cool und die anderen sind halt alle total kacke. Mittlerweile, ich glaube, er hat ein 1,5er Abi, das hatte man irgendwie gesagt, weil er auch meinen Track gemacht hat, der hieß Rap braucht Abitur. Davon hat er sich mittlerweile ganz gut losgesagt, weil er selber auch der Meinung ist, braucht man nicht unbedingt. Er könnte ja auch studieren, aber er will Musik machen. Sein letztes Album, Ganz normaler Wahnsinn, war ziemlich, ziemlich cool und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es nur jedem empfehlen, dafür, dass der Junge jetzt aber auch schon seit 12 Jahren auf der Bühne ist,
und viel macht, ist er noch sehr unbekannt. Selbst bei Leuten, die viel mit Rap zu tun haben, ist er wirklich immer nur noch so eine Randnotiz, was ich schade finde, weil er wirklich gute Texte macht, mittlerweile sogar ein bisschen vom Rap-Ding abkommt und sogar fast, es klingt so böse, wenn man sagt Musik, aber wirklich singt so in die Richtung. Und er hat wirklich starke Texte. Manchmal mag man das nicht immer so ganz denken. Er hat auch noch so Texte, die halt in die Richtung Rap halt gehen, wo man sagt so, okay, ein bisschen bedient er hier das Klischee, aber eben nicht total krass, weil er wirklich gute Aussagen hat mit einem Text, wo es zum Beispiel um darum geht, so wie bescheuert ist eigentlich unsere Gesellschaft mit Facebook? So ein Lied, das einfach sagt, gefällt mir, aber das dann halt auch ein bisschen kritisiert. Oder irgendwas mit Medien, wo es darum geht, was für geile Berufe wir alle machen können und dass wir eigentlich eigentlich gar keine Bäcker mehr brauchten, weil wir unsere Brötchen ja selber programmieren könnten. Und dass er jetzt Chief Office of Marketing Art Directing irgendwie wird oder so. Das ist echt ganz cool. Vor allem mit dieser Stelle so irgendwie liebes Arbeitsamt, was soll ich dort... Ne, warte mal. Ich finde keinen Arbeitsplatz. Die haben uns doch schon all die Hauptschüler weggenommen. Fand ich eine ganz witzige Aussage. Ist vielleicht ein bisschen fies, aber ist auf jeden Fall cool gemacht. Sehr empfehlenswert. Sollte ich vielleicht auch nochmal einen Artikel drüber machen, damit er endlich nochmal ein bisschen Fame kriegt. Sollte ich mir... genau, die 200 so und so viel Leute. Sollte ich mir vielleicht auch nochmal anhören. Klingt nach was, was mir gefallen würde. Ich werde dir gleich mal bei Spotify, ich werde dir mal die besten Lieder erstmal zeigen. Okay, genau. Wunderbar. Ja. Hast du einen aus deinen drei? Also es ist jetzt keine Reihenfolge bei mir, es sind einfach nur die drei, die ich wirklich sehr, sehr gut finde. Ist bei mir jetzt auch so, also ich könnte meinen Lieblingsrapper sagen, einen stelle ich ans Ende. Du weißt wahrscheinlich schon, wer es ist. Mhm. Ich habe mir jetzt also zwei noch zurechtgelegt, die ich sehr, sehr gut finde, auch wenn es da noch eine ganze Menge andere gibt, die ich noch erwähnen könnte. Den einen oder anderen erwähne ich vielleicht noch. Aber dann würde ich jetzt mit Plan B anfangen, der sogar in Deutschland einen absoluten Hit hatte, der allerdings nichts mit Hip-Hop zu tun hatte, sondern mehr Soul war. Plan ich guck B mal gerade, ob ich ihn finde. Er heißt wirklich Plan B. Ja. Plan B. Guck bei Spotify. Plan B hat nämlich, oder ist ein Brite, hat 2006 sein Debütalbum Who Needs Actions When You Got Words rausgebracht. Bin ich jetzt hier beim richtigen? Ich frag mich gerade. Hat er so Alben gemacht wie Ill Manners? Er hat Ill Manners gemacht. Das zweite, was du siehst, ist nicht von ihm. Das ist von einer deutschen Kombo namens Plan B. Das dritte und das vierte, die sind wieder von ihm. Who genau. Needs Actions When You Got Words? Genau, so, und okay, The Defamation of Strickland Banks. Okay, gut. Genau, und Who Needs Actions When You Got Words war sein erstes Album. Ist auch extrem cool. Das ist tatsächlich auch was mir gefällt, obwohl da sehr viel mit Beats gearbeitet wird und so weiter. Und auf dem Album geht's ja um sehr viel, geht's vor allen Dingen auch um die englische Gesellschaft und darum, dass es in England jetzt schon seit Jahren ein extremes Problem mit Gangkriminalität in London gibt. Das hat sich ja auch bei den London Riots von 2011, glaube ich, war das, gezeigt. Und dann hat Plan B nach 4 Jahren Pause plötzlich gesagt, so, ich mache jetzt ein Soul-Album. Und wenn man sich jetzt mal Plan B anhört, das erste Album, der hat eine wirklich tiefe Stimme. Und auf seinem Soul-Album, The Defamation of Strickland Banks, singt er extrem hoch. Und es gibt einen Song, den wahrscheinlich viele kennen, und das ist She Said. Kennst du vielleicht auch irgendwie? Warte, ich guck mal gerade. She said, I love you, boy, I love you so. Ja, klar kennt man das. She said, doch, I love you, baby, oh, 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 oh. Jetzt genau. Ist das genau, okay, stimmt, kenne ich. Und der Song ist ja in Deutschland richtig dick in den Charts gelandet. Und das vermutlich auch nur, weil der Teil, wo er rappt, einfach rausgeschnitten wurde für die Single-Version. Okay. Weshalb das halt dieser Soul-Song ist. Und das ist auf diesem ganzen Album so. Das Album erzählt eine Geschichte, die Geschichte von Strickland Banks, einem aufstrebenden jungen Soul-Künstler,
der dann aber fälschlicherweise der Vergewaltigung angeklagt wird und dann verurteilt wird und ins Gefängnis muss. Und auf dem Album wird dann über seine Erfahrungen im Gefängnis berichtet. Also es ist eine Geschichte, die auf dem Album erzählt wird. Mhm. Und es ist die ganze Zeit so, dass die Songs meistens als Soul-Songs beginnen und die Musik ist halt auch wirklich mit einer größeren Band eingespielt und häufig sind dann aber gerappte Parts noch da drin. Und was bei Plan B ganz besonders ist, was sich dann in seinem aktuellen Album Ill Manners manifestiert, ist, dass der einen unglaublichen Flow aufbaut beim Rappen. Also es ist echt krass, was der so drauf hat. Es ist aber nicht Double Time, ne? Nicht immer. Es gibt einige Stellen, aber sehr, sehr wenige. Aber es ist einfach, also muss man mal gehört haben. Das ist wirklich, wirklich krass. Und das ist auch ein sehr, sehr schlauer junger Mann. Ill Manners ist auch wieder ein Album, was mehrere Geschichten erzählt, was auch verfilmt wurde. Das ist gleichzeitig Soundtrack und Drehbuch quasi zu einem Film, den er selber gemacht hat, der sogar ganz gute Kritiken bekommen hat. Und durch dieses Album bin ich dann auch so richtig auf ihn gestoßen und bin absoluter Fan von ihm geworden, weil das ein unglaublich gutes Rap-Album ist. Also Ill Manners. Mhm. Einfach mal alle anhören. Wir machen auch tolle Wortspiele irgendwie drin, immer wieder. Wir machen das jetzt einfach so multimedial gut, dass wir zu dem Podcast auf unserem Blog, der sich www.whatthenerd.de nennt, wenn ihr da jetzt den Beitrag sucht bzw. findet unter der Sektion Podcasts oben im Menü und dann in den Rap-Podcast reingeht, da werdet ihr nicht nur den Soundcloud-Link finden, sondern auch eine Spotify-Playlist, die wir beiden höchstpersönlich nur mit den besten Tracks unserer Lieblingskünstler gefüttert haben. Damit ihr mal wisst, was bei uns eigentlich so rap-technisch geht. Das ist eine verdammt gute Idee. Zack, so sieht's nämlich aus. Das freut mich sehr gut. Ja. Wollen wir weitermachen? Ja, genug zu Plan B, genau. Du bist wieder dran. Wir dürfen unsere Zeit ja auch nicht überstrapazieren. Genau. Materia dürfte bekannt sein. Ist jetzt vielleicht ein bisschen mainstreamig, aber seit seinem Album Zurück zum Glück in die Zukunft. Ich wollte gerade sagen Zurück in die Zukunft, weil ich den Film erst neulich wieder gesehen habe. Zum Glück. Super Film. Ja, auf jeden Fall. Zum Glück in die Zukunft ist wahrscheinlich sehr bekannt. Jetzt vor allem durch Zum Glück in die Zukunft 2 mit Kids und OMG. War da noch irgendwas, das so krass durchgegangen ist? Es war da doch noch, habe ich mich jetzt irgendwie... Warte mal. Ich überlege auch gerade. Da irgendwas ist doch ein dritter Track gewesen. Der Bengalische Tiger, nee, den hat er einfach nur als Single rausgehauen. Nee, okay, ich habe mich vertan. Kids, zwei Finger an den Kopf und OMG sind so die Tracks, die jetzt total durchgegangen sind. Und Welt der Wunder kam jetzt vor ein paar Tagen ein Video. Materia finde ich großartig, weil er unfassbar gute Texte schreibt. Was mir eben auch bei Rap total wichtig ist. Ja, das ist mehr so meine Schiene. Also mir geht's um intelligente, vielleicht sogar zum Teil ein bisschen depressive Texte, aber das kriegt auch Material ganz gut hin. Vor allem hatte er sowohl in Zum Glück in die Zukunft 1 und Zum Glück in die Zukunft 2 sehr unterschiedliche Tracks, die aber, finde ich, immer wieder eine coole Message bzw. eine coole Geschichte irgendwie erzählt haben. Habe ich da einen richtig guten Lieblingstrack? Ich finde eigentlich das gesamte Album sehr, sehr geil. Beziehungsweise, Entschuldigung, man darf nicht mehr sehr, sehr geil oder super geil sagen. Wir dürfen alles, wir sind Nerds. Mir fällt jetzt keiner aus dem ersten Album ein, so ein Track, wo ich sagen würde, oh, der ist so geil im Gegensatz zu den anderen, die sind alle super. Im zweiten sind jetzt zwar ein, zwei Tracks, die ich nicht ganz so stark finde, aber Materia macht schon echt starken Kram. Vor allem mit Masimoto, den ich jetzt vor 2 Jahren kennengelernt hatte. Den fand ich vorher ein bisschen blöd. Aber feier Masimoto mittlerweile sehr. Und ich war jetzt vor ein paar Wochen auf dem Materia-Konzert hier in Hannover. Puh, krass. Wenn du mal auf so wirklich großen Konzerten bist und die Leute wirklich mitrappen und da vorne eine Pyroshow abgeht,
Und du kommst in diese Halle und du riechst schon, okay, hier ist Gras, was ist hier los? Da denkst du dir schon, aha, das Klientel ist, ist mir bewusst. Naja, aber passt ja auch sehr gut, dass du an Masimoto magst, dadurch, dass es ein und dieselbe Person ist. Richtig, genau. Ich wusste das lange Zeit gar nicht. Hab's dann, also vorher, aber als ich dann Masimoto gehört habe und dann da ein bisschen, dann habe ich mich damit auch auseinandergesetzt. Aber vorher wusste ich das gar nicht. Ja. Da habe ich gedacht, Materia und Masi, das ist was ganz anderes. Ich gebe zu, an Masi muss man sich gewöhnen mit der hochgepitchten Stimme, aber es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber jetzt will ich auch gar nicht so viele Wörter zu Materia verlieren. Vielleicht hast du ja noch ein, zwei Meinungen. Ich kann tatsächlich auch noch zu Materia sagen, dass ich den auch sehr, sehr cool finde. Ich habe nie so viel von dem gehört bis jetzt. Hab mir das immer so ein bisschen vorgenommen. Vor allen Dingen auch, weil du immer so schön darüber schwärmst. Aber so die Sachen, die ich kenne, finde ich auch wirklich cool. Hat auch eine interessante Stimme. Mhm, auf jeden Fall. Du hattest ja vorhin noch gesagt, mit intelligenten Texten und so, ist tatsächlich auch was mir sehr, sehr wichtig ist. Was übrigens auch bei Plan B, um nochmal auf den kurz zurückzukommen, so ist, du merkst daran, dass halt zwei seiner Alben Geschichten erzählen. Der ist auch wirklich ein richtig guter Geschichtenerzähler. Also der hat das drauf. Aber ich will dann zu meinem nächsten Rapper kommen, wo wir bei intelligenten Texten waren. Das ist Akala. Geschrieben A-K-A-L-A. Okay. Ein, ich glaube, halb schottischer, halb jamaikanischer Rapper aus England, der als der schwarze Shakespeare bezeichnet wird mittlerweile oder als Hip-Hop-Shakespeare. Oha. Dadurch, dass er selbst mal einen Track namens Shakespeare gemacht hat in seiner früheren Arbeit und der auch so heißt, weil er lyrisch unglaublich viel drauf hat und ein unglaublich intelligenter Mensch ist. Das ist total faszinierend, dem zuzuhören. Und der setzt sich sehr oder der schreibt sehr viel sozialkritische Texte, beschäftigt sich auch sehr viel in die Richtung, hält Vorträge in England und engagiert sich für alles Mögliche, die Rechte der Schwarzen und so weiter. Das ist ein wirklich interessanter und cooler Typ. Und gerade auf dem aktuellen Album The Thief's Banquet, durch das ich auf ihn gekommen bin, sind unglaublich gute Songs, zum Beispiel Lose Myself, Old Soul oder One More Breath. Aber da werde ich dann auch in der Playlist. Ich muss zugeben, ich habe gerade über Lose Yourself an zum einen Daft Punk gedacht, zum anderen an Eminem. Habe ich gerade Lose Yourself gesagt? Ja, es ist Es ist Lose Myself. Okay, vielleicht auch tatsächlich als Anspielung auf den. Zumindest den Eminem-Track. Ja, den Eminem-Track. Lose Yourself ist ja so der Hip-Hop-Track schlechthin quasi. Ja, das ist wohl wahr. Das ist, glaube ich, steht halt auch für der bekannteste. Wenn du mal überlegst, auch ganz kurz, um abzuschweifen, aber dafür sind wir ja bekannt, wie viele Filme über Hip-Hopper gibt es eigentlich? Du hast den wirklich guten 8 Mile. Der ist super. Auch wenn ich nicht der größte Eminem-Fan bin, aber ich habe den in der Schule, in der Projektwoche, genau, in der Projektwoche in der Schule habe ich den mal gesehen. Da ging es um Jugendkultur und da haben wir uns diesen Film angeguckt und fand ich echt gut. Ja, kann man sich wirklich ganz gut mal angucken, weil es auch einen ganz interessanten Einblick mal so gibt. Aber dann, was hast du da noch? Also ich weiß, es gibt einen Film über Sido und es gibt einen Film über Bushido. Und dann war es das. Aber es gibt einen Film über Notorious B.I.G., der im Deutschen Notorious B.I.G. und im Original einfach nur Notorious heißt. Da muss ich zugeben, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Also ich weiß, bei Sido ist es irgendwie Blutsbrüder und bei Bushido ist es Zeiten ändern dich, ist das, glaube ich. Ja, genau. Ja. Mit Elias Mbarek oder so sogar noch. Echt? Oh Gott. Oder irgendwem in die Richtung. Oder Kostja Ullmann oder so. Das möchte ich jetzt nachgucken. Keine rassistischen Jokes hier, nur weil er Türke ist. Wir haben keinen Türken, da dürfen wir diese Gags nicht machen. Das ist voll blöd. Ja. Man braucht immer die Minderheit, über die man Witze machen will, in der eigenen Truppe. Oder Elias Mbarek hat den jungen Bushido gespielt. Mhm. Hannelore Elsner hat Bushidos Mutter gespielt. Mhm. Uwe Ochsenknecht hat mitgespielt. Moritz Bleibtreu hat mitgespielt. Hat Til Schweiger zufällig mitgespielt? Nee.
Aber dafür haben Flair, K1 und Knights oder Nütze oder so mitgespielt. Zu viel komische Leute, die man nicht... Oh, und der wurde von Uli Edel gemacht, einem nicht ganz unbekannten deutschen Regisseur, der nämlich Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo und der Bader-Meinhof-Komplex gemacht hat. Und dann Zeiten ändern dich. Der übrigens auf IMDb eine Wertung von 2,6 hat. IMDb macht 5 oder 10? 10. Ah, gut. Ja, dann spricht er schon für diesen Film. Sehr für diesen Film. Ich würde jetzt gerade noch gerne meinen letzten Künstler einmal nennen. Und dann wir sind schon wieder so abgeschweift. Ja, aber war doch mal nett. Können wir vielleicht noch mal so ein paar Künstler nennen, die du auf jeden Fall nicht unerwähnst. Aber, und den finden wir auch beide gut. Also du hast ihn zumindest auf Facebook geliked. Ob das jetzt ein Beweis dafür ist, dass du ihn wirklich gut findest, Prinz Pi. Ja, super. Ja. Da mag man jetzt auch wieder sagen, weil der neulich was rausgebracht hat. Nee, ich höre Prinz Pi auch schon seit 3 Jahren. Ich gebe zu, ich mochte ihn am Anfang nicht, weil er einen Track gemacht hat, in dem er FA disst. Aber dann habe ich mich eines Besseren belehren lassen und mal viel von seinem alten Kram. Also ich glaube, ich bin zurückgereist bis zu Neopunk und habe davon alles gehört. Von Neopunk, Donnerwetter, sogar der Herr der Dinge. Teenage Mutant Horror Show 2, Rebell ohne Grund, Hallo Musik, das Juice Album und jetzt das neueste Kompass ohne Norden. Wobei meiner Meinung nach die besten Alben zum einen Teenage Mutant Horror Show 2 sind, weil da sind unfassbar krasse sozialkritische Texte drauf. 3 Minuten. Zum einen, den ich aber nicht mal ganz so stark finde, aber wenn du dir mal die die große Genozidshow heißt es, anhörst, der Name. Ah, ein Vollgenuss in den Ohren. und jetzt eben Kompass ohne Norden. Ist wirklich ein unfassbar rundes Album geworden. Darüber habe ich auch in meinem Jahresrückblick geschrieben und finde Kompass ohne Norden sehr, sehr, sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das durchzuhören. Es ist nun mal relativ depressive Musik, aber der Mann hat unfassbar recht und fasst in so wenigen Zeilen so gut zusammen, wie unsere Gesellschaft, unsere Generation eigentlich tickt, beziehungsweise was vielleicht auch gar nicht so richtig läuft. Und mir fehlen gerade die Worte. Bitte. Soll ich übernehmen? Ja, bitte. Ich kenne von dem alten Kram von Prinz Pi nicht so viel, habe mir jetzt auch ein paar Sachen angehört, bin aber hauptsächlich auch über Kompass ohne Norden auf ihn gekommen. Mhm. Und durch ein Tape-TV-Konzert, was... Du bist wirklich noch bei Tape-TV aktiv? Was heißt nicht so wirklich. Das war, glaube ich, auch schon letztes Jahr, dieses Konzert. Und das habe ich so noch nebenbei mitgenommen. Ich glaube, das wurde auf ZDF Kultur nochmal ausgestrahlt. Okay. Da habe ich gemerkt, ist ja gar nicht mal so schlecht. Und habe mir an das Album jetzt neulich nochmal angehört, nachdem ich das immer vergessen habe, dass ich das noch machen wollte. Und war wirklich sehr, sehr geflasht. Weil das einfach von den Lyrics her so gut ist und so wahr, was er da sagt. Ja. Das ist echt... Wenn es um wirklich stark geschriebene Texte geht, ist Prinz Pi dein Mann. Also zumindest im Deutschrap-Bereich. Ich will auch nicht sagen, wie gesagt, Materia und FA schreiben auch sehr gute Texte, aber wenn es wirklich mal an die Substanz geht und an was Sozialkritisches, da reichen dir die beiden eben genannten und eigentlich auch kein anderer deutscher Künstler so richtig ran, der wirklich kommt, glaube ich, auch vor allem durch seine Erziehung und das, was er mitgemacht hat, aber der gibt dir einfach so viel in diese Richtung, was schon echt krass ist. Ja. Und deswegen höchst empfehlenswert, kommen auch ein paar Sachen in die Playlist. Ja, und auf dem Album haben wir auch wieder so ein bisschen das, was wir vorhin schon besprochen haben, echte Musik. Ja, das ist dann wichtig. Cool. Gerade beim Titeltrack Kompass ohne Norden hast du ja das Klavier und alles. Ja, ich habe mir auch so ein paar Making-ofs angeguckt, wo er dann halt sagte, da lege ich schon arg Wert drauf. Die haben sich auch irgendwie Zeug gekauft, um wirklich so Kratzgeräusche und so weiter halt nochmal original aufzunehmen und nicht elektronisch nachzubasteln, was ich ganz interessant finde. Und das gibt dem Album schon eine Menge. Also das hört man auch raus, wie viel Liebe da drin steckt.
Und ich war halt auch auf zwei Konzerten mittlerweile von ihm. Einmal 2012, wo er seine Rebell ohne Grund. Nee, es hieß anders. Achso, die es Tour hieß anders. Okay. Rebell mit Band oder so. Tour, ich weiß es nicht mehr. Ich versuch's mal rauszufinden. Rede weiter. Warte, ich kann es ja auch rausfinden. Ich habe das Ticket ja noch irgendwo. Aber. Und dann halt nochmal letztes Jahr mit seiner Kompass ohne Norden Tour halt ganz, ganz regulär. Rebell mit Band, habe ich doch gesagt. Rebell mit Band Tour 2012. Okay. So. Und ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Ereignis, vor allem wenn am Ende gespielt wird, gibt dem Affen Zucker. Das ist halt schon arg krass, weil das ist eigentlich so mit das einzig feierbare Lied von ihm, während das andere halt wirklich so, das habe ich mir auch immer gedacht, so Prinz Pi, Konzert, weiß nicht, so, man denkt bei den Texten nicht, dass das irgendwie ein Konzertrapper ist. Das hört man lieber eher so alleine, am besten ja. Im Winter, bei Schnee oder Regen, am besten mit bei Kopfhörern, Regen. Um alles mitzukriegen und jedes Detail. Ja, genau. Und da habe ich eben auch lange Zeit gedacht, oh, ist so ein krasses Live-Konzert am Ende und war sehr, sehr gut. Und eben gibt dem Affen Zucker, beziehungsweise Neongrüner Affe heißt es, glaube ich. Bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Das ist halt echt so ein ganz krasser Text, den er auch mit Casper gemacht hat. Und boah, das geht am Ende richtig ab. Das wird nämlich, wurde bei beiden Konzerten am Ende gespielt. Ich stand beim ersten Mal im pogenden Pulk und beim zweiten Mal oben auf der Balustrade und haben mir das nur angeguckt und es war halt arg krass, sich das anzusehen. Weil die Im Pulk zu stehen ist immer das Beste, was man machen kann. Beim Pogen ist das so krass, ey. Unfassbar. Ich liebe es, ich ja. liebe es. Ja. Wobei genau. Ja, bitte? Prinz Pia irgendwie auch so einen kleinen Wandel durchgemacht hat. Von Prinz Porno zu ja, Prinz Pi. Das ist wohl wahr. Genau. Ja. Ich Was ja auch tatsächlich viele alte Fans, wie ich mitbekommen habe, absolut scheiße finden, die jetzt total rumbitschen, dass okay, er doch wieder den alten Kram machen soll. Ja, diesen Prinz Porno-Kram hat er aber schon lange abgelegt. Also das ja. Prinz Pi macht er auch seit vielen, vielen Jahren. Ja, ja, ich weiß. Es wurde halt auch immer viel rumgemeckert, so oh, Neopunk war wohl das schlechteste Album. Ich kann es eigentlich nicht beurteilen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach so das nicht kannte, aber ich finde eigentlich viele, zum Beispiel auch Materia, ich finde ihn in den alten Masimodo-Tracks und auch irgendwie sein Album vor zum Glück in die Zukunft arg anstrengend, weil das ist alles noch so in dieser Zeit, wo dieses vielleicht auch Intelligente, klar, aber immer noch so ein bisschen das Pöbelnde drin war, was ich halt so, wenn du die neueren Sachen kennst, so denkst, oh, das passt zu denen überhaupt nicht oder es tut ihnen nicht gut, finde ich. Und bei Prinz P eben auch. Und das hat er Gott sei Dank, finde ich, Gott sei Dank abgelehnt. Ja, du hattest ja gerade schon Casper erwähnt. Das ist ja auch fast eine ähnliche Geschichte. Ich meine, der Typ hat irgendwann einen Track mit Kollega und was noch irgendeinem anderen großen deutschen Rapper gemacht. Mittelfinger hoch. Ja. Der ja relativ aggressiv ist und dann liefert er plötzlich XOXO ab. Und ja, das ist krass. Wird damit zum größten deutschen Rapper der letzten paar Jahre so ziemlich. Ja, ich hatte auch das Gefühl, mit dem war es dann ganz schön krass. Also mit dem hat es dann irgendwie auch begonnen. So, das war 2009, 2010. Das war 2000. Ich glaube, 2009 kam es raus. Und 2011 ist XOXO rausgekommen. Ach, okay, dann war es, wenn MTV wieder Musik spielt oder so. Das war das Album davor, das ich noch mitgekriegt habe. Ich bin absolut kein Casper-Fan. Ich kann mit seiner Stimme wenig anfangen. Ich finde zwar von den neuen Sachen, Ascheregen finde ich nicht schlecht, aber dann war es das eigentlich auch. Also ich habe mich an Casper nicht rangetraut oder fand ihn halt auch nie so cool, gebe ich ehrlich zu. Ich mag, ich finde das neue Album, da habe ich jetzt nicht so viel gehört, aber das, was ich gehört habe, fand ich so, Ascheregen war wirklich ganz cool. Und XOXO habe ich lange Zeit echt auf Heavy Rotation gehört. Mhm. Das fand ich richtig, richtig gut. Gerade auch, weil da zum Beispiel noch zum Beispiel auch T.S. Ullmann dran mitgearbeitet hat, ja, bei einem Song, den ich sehr, sehr gerne mag. Und was ich bei Casper auch schön finde, ist, dass man merkt, dass der auch so ein bisschen aus einer Punk-Richtung kommt. Mhm. Und so in der Szene so ein bisschen groß geworden ist.
und man das immer noch so ein bisschen durchscheinen lässt. Ich finde, das ist auch so irgendwie ein relativ sympathischer Kerl. Ich weiß nicht, kennst du Durch die Nacht mit? Ja. Diese Sendung? Ich weiß nicht, mit wem war er da mal durch? Lena Meyer-Landrut. Oh Gott, oh Gott. Und das ist so großartig, weil die einfach nur nervt und Kasper sie dann so nebenbei immer sehr schön fertig macht. Okay. Und dabei auch wirklich nett rüberkommt und enthüllt, dass sein Lieblingssong Love Will Tear Us Apart von Joy Division ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, was ein absolut cooler Song von einer der größten Bands aller Zeiten ist. Mhm. Was ich cool finde von Kasper ist Alles verboten mit Materia. Das wiederum sehr ja, geiler Track. Ja, kenne ich so ansatzweise. Und was da aber bei XOXO, als es rausgekommen ist, ja auch sehr groß war, war dieses, ja, der Typ hat keinen Schwanz, der hat Deutschrap jetzt zerstört und so weiter. Und der hat Deutschrap eigentlich erst so richtig in den Vordergrund gerückt im Nachhinein. Zumindest in den Fokus und damit eigentlich genau. Die Möglichkeit weg von diesem Assi-Proleten-Rap, der halt lange Zeit ja so den Takt vorgegeben hat, beziehungsweise einfach im Vordergrund stand und jetzt eigentlich gezeigt hat, so, es geht halt auch anders. Also es muss halt nicht immer nur Prollo sein und dicke Goldkettchen und drei Frauen an jedem Finger. Eigentlich macht mir das ihn gerade so ein bisschen sympathisch, obwohl ich von ihm eigentlich nie richtig was gehört habe. Aber es hat so eigentlich den Startschuss irgendwie gesetzt dafür, dass halt auch so andere Sachen haben erfolgreich werden können. Beispielsweise Prinz P und Materia oder Crow. Ja. Also ich glaube, Crow wäre ohne Casper nicht ganz so einfach gewesen. Nee, auf jeden Fall. Auch wenn die sich nochmal echt unterscheiden. Ich meine, Casper, der gerade auf XOXO ja sehr, sehr melancholische, traurige, tiefe, teils depressive Lieder wirklich gemacht hat. Mhm. Und Crow, der mit seinem Gute-Laune-Teil total durchgestartet ist. Ja. Aber trotzdem sind die auf irgendeine gewisse Art und Weise gar nicht so weit voneinander entfernt. Und ich glaube auch, dass Casper wirklich so jemanden wie Crow möglich gemacht hat. Und vielleicht auch dann die neueren Sachen jetzt so ein bisschen. Ja. So, dein letzter. Komm. Mein letzter, ja. Da ist es dann Michael Payne. Ein junger britischer Typ. Wobei, was heißt jung? Ich glaube, der ist mittlerweile aus 27. Der im letzten Jahr sein... Wenn 27 nicht mehr jung ist, dann... Ja, okay. Ein junger britischer. Ein mittelmäßig genau, junger. Der im letzten Jahr sein Debütalbum Blame Miss Barclay rausgebracht hat und ein unglaublich, also der kann mit Wörtern umgehen wie kaum ein anderer. Der ist extrem intelligent, ist irgendwie in England oder ist in London auch auf eine Eliteschule gegangen für kurze Zeit, hat sich dann mit dem Sohn vom ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair geprügelt. Okay. Und wurde dann von der Schule geschmissen. Die hatten einen kleinen Disput über Politik. Und der hat dann durch dem Album den namengebende Miss Barclay zum Texte schreiben und zum Rappen gefunden. Miss Barclay war seine Lehrerin, seine Englischlehrerin in seiner Teenager-Zeit irgendwie. Dieses Album Blame Miss Barclay ist einfach der absolute Hammer irgendwie. Das ist ein sehr, sehr fröhliches Album in vielen Teilen, dann an anderen Stellen aber auch wieder total düster und melancholisch und traurig. Irgendwie, es wechselt sich ab. Es erzählt auch mehrere Geschichten, dieses Album. Ganz besonders eine Geschichte, die von dem Drogendealer Lucky. Und diese Geschichte hat er nicht erst auf dem Album angefangen, sondern irgendwie schon mit zwei EPs, die er vorher veröffentlicht hat, in den Jahren vorher. Mhm. Irgendwie beide mit vier Liedern. Die eine hat er sogar auch 2013 raus. Also der Typ ist auch extrem produktiv. Der hat einfach mal im Jahr 2013 zwei EPs und ein Album produziert und auf den Markt geschmissen. Ja, das ist echt eine Menge. Und der ist halt rein wortspieltechnisch unglaublich gut. Und kann auch ganz, ganz toll Geschichten erzählen. Wer jetzt noch mehr darüber wissen will, der muss einfach mal auch auf www.whatthenerd.de gucken. Da habe ich nämlich eine sehr ausführliche Review zu dem Album geschrieben.
Ja, das wollte ich eben auch noch ansprechen, weil ich leider zu dem guten Herrn auch wenig sagen kann. Wäre jetzt nochmal meine Frage, weil du es ansprachst, Geschichten. Was sind für dich Geschichten, die erzählt werden? Sind das ausgedachte Geschichten oder einfach grundsätzlich Geschichten, die dann auch auf dem Leben des Rappers basieren können? Also auf was beziehst du dich jetzt? Kann für mich beides sein. Also bei ihm ist es jetzt so, dass er auf diesem Album 3 oder 4 komplett ausgedachte, fiktive Geschichten erzählt, die sich dann irgendwie auch teilweise noch überschneiden und so. Aber so ganz im Allgemeinen kann das für mich beides sein. Okay, gut, weil ich das jetzt irgendwie mal, weil Prinz Pi hat das ja auch eine Zeit lang gemacht. Also zumindest fand ich das auf Rebell ohne Grund, hat er das öfter gemacht. Materia macht ja mehr so eigene Geschichten eigentlich. Und da gibt es ja auch Lieder, die sich auf nicht so richtig beziehen, sondern wirklich einfach Text sind. So, ich finde es jetzt schwierig zu beschreiben. Und deswegen, wo wir am Anfang so waren mit welche Musikrichtung. So intelligente Texte und Geschichten, das sind ja letzten Endes keine Rap-Formen. Aber das ist eigentlich so, wo ich auch Wert drauf lege. Ja, Michael Payne bezeichnet sich selbst auch nicht als Rapper, sondern als Songwriter who happens to rap. Okay. Also als Songwriter, der halt zufällig seine Songs dann hauptsächlich als Rap in die Welt wirft. Ja. Und es gibt auch sehr, sehr viele gute Laune-Songs einfach bei ihm, die auch teilweise extrem gute Texte oder die sehr gute Wortspiele oder Witze haben, wie zum Beispiel irgendwie, ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Song Check, that's why your crowds are either ghosts or they're booing. Yeah, go home, cause there's room for improvement. You suck more than a room full of hoovers. Weißt du, diese Teile, you suck more than a room full of, also du saugst mehr, du suckst mehr als ein Raum voller Staubsauger. Ich habe beim ersten Mal, als ich die gehört habe, wirklich schallend lachen müssen. Ja. Das ist teilweise wirklich auch genial, was der da irgendwie für verschiedene Querverweise reinbaut, die man auch echt absolut nicht versteht und die erst versteht, wenn man dann auf die Seite Rap Genius geht und sich den Text dazu durchliest und die Anmerkungen zu den einzelnen Zeilen sich durchliest. Also es ist echt super. Check mit einer Hälfte der auch sehr, sehr großartigen britischen Band Rizzle Kicks, die auch sehr, sehr guten Hip-Hop machen. Nur ganz nebenbei. Nur einmal so am Rande. Genau. Wir packen in die Playlist einfach alles, was wir erwähnenswert finden. Wir machen eine schöne Rap-Playlist. Da freue ich mich schon drauf, da habe ich Bock drauf. Das wird lustig. Wollen wir jetzt auch einmal ganz kurz so ein paar mit einem Satz kurz erwähnen, wo wir sagen, länger gehört und für gut befunden? Nochmal neben denen, die wir jetzt schon durch. Genau, also von unseren drei jetzt, da gibt es ja bestimmt noch mehr. Also ich hänge jetzt nicht nur an diesen dreien. Ich gehe da einfach meine Facebook-Like-Liste durch, die ist gar nicht mal so lang, fällt mir gerade auf. Ich dachte immer, die. Aber wahrscheinlich hängt auch vieles unter Sonstiges mit bei. Lass mich da einmal noch gucken. Also ich habe jetzt gerade schon die Rizzle Kicks erwähnt, die auch sehr viel gute Laune verbreiten. Das ist auch so noch sehr durch Independent-Musik beeinflusst. Dann sehr großartig sind für mich immer noch die Beastie Boys. Die höre ich auch sehr, sehr gerne. Wenn ich gute Laune habe oder gute Laune brauche, dann drehe ich einfach meine Boxen auf so laut wie möglich und höre mir dann die Beastie Boys an. So, jetzt gucke ich. Ich gucke einmal ganz kurz noch meine sonstigen Likes durch, ob da irgendwie was reingerutscht ist, was eigentlich unter Musik fällt, weil die Leute es nicht richtig angegeben haben. Ja. Und einen habe ich, einer. Einen habe ich auch noch direkt. Itch heißt der. Sagt mir auch irgendwie was. War der Sänger von einer Band namens The King Blues, die eine wilde Mischung aus Punkrock, leicht elektronischen Elementen, Hip-Hop und Reggae und Ska gemacht haben. Die Band hat sich dann irgendwann aufgelöst und der hat dann ein reines Punk-Projekt gemacht und Mitte oder Ende März ist dann sein Debütalbum The Deep End rausgekommen. Ich habe von The Deep End auch einen Song in die Playlist, die wir neulich gemacht haben, in den Musikbeitrag. Ja, stimmt, genau, Music. Deswegen sagte genau. Mir was, ja. Genau, da hatte ich Another fand Man. Fand ich ganz cool, auf jeden Fall. Ja, das ist auch irgendwie
sehr viel sozialkritische Sachen halt auch, dadurch, dass der als Straßenkind mit Punks aufgewachsen ist und das bis heute so in seinem Herzen hält und da auch sehr viele Einflüsse immer noch in der Musik sind. Hm. Ich erwähne jetzt gerade mal noch ganz kurz Trailer Park, falls ihr das was sagt. Ja. Okay, sagt ihr was, okay. Ich bin über Pimposiv irgendwie dazu gekommen, okay, und das ist wirklich Assi-Rap. Und den kann ich hören, weil er so assi ist und so überzeichnet, dass es schon wieder arg lustig ist. Wer Trailer Park nicht kennt, ich sag nur Alligator ist mittlerweile Mitglied bei Trailer Park. Pimposiv fand ich lange Zeit ganz witzig, finde ich auch heute noch okay, obwohl ich merke, eigentlich so geil ist es persönlich nicht, aber macht eigentlich noch Spaß zu hören. Also es ist inhaltlich eigentlich absoluter Scheiß, aber dadurch, dass es eben sehr ironisch gemeint ist, eigentlich total lustig. Ja, so richtig assi-mäßig bei mir wäre noch Luna C., ein britischer junger Mann, der seine Karriere im britischen Battle-Rap begonnen hat und da wirklich teilweise auch sehr, sehr geniale Sachen gemacht hat. Seine Sachen sind auch so teilweise extrem asozial, aber es gibt gerade einen Song, Jesus Swag. Und das ist gerade auch der Beat, der zwar hauptsächlich elektronisch ist, aber wirklich, wirklich gut. Das ist ein absoluter Ohrwurm irgendwie auch. Kann man sich mal anhören. Ich frage mich, ist Frittenbude Rap oder ist das Elektro? Elektropunk, okay. Das ist Elektropunk, genau, okay, aber es hat Hip-Hop-Elemente. Deswegen ist das so ein bisschen, es verschwimmt ja mittlerweile auch alles. Genau. Dann nenne ich zu meiner Schande, ich mag ihn ja, Crow. Ich kann mit Crow was anfangen. Ich weiß, er ist unter Rap-Freunden auch arg verhasst, aber und zum Teil hat er ein paar ganz gute Laune-Tracks gemacht. Okay, man kann sagen, er hat eigentlich Rap einfach nur mit Pop verbunden, aber ich kann mir das zum Teil ganz gut anhören. Zum Teil ist das eigentlich echt ganz nette Musik. Jetzt nichts, was ich 2 Wochen am Stück hören müsste. Aber wenn ich mal gute Laune-Rap brauche, der bei mir eher weniger vertreten ist, dann greife ich auch gerne zu Crow. Ja, ich sehe... ich sag doch nichts zu. Nö, jedem das Seine, habe ich nichts gegen. Ja. Ist nicht meins, aber wer es hören will, kann sich das anschauen. ich sehe hier jetzt bei mir echt noch sehr, sehr viel, auf wen ich noch... Sag vielleicht auch was ich kenne. ...gehen Hat würde, ist Dumbfound Dad. Das ist ein Amerikaner, ich glaube, der stammt aus Korea ursprünglich, macht aber auch sehr, sehr coole Musik. Akala hatte ich schon. Ah, wen hatte ich hier denn gerade noch? Verdammt. Kraftklub? Kann man Kraftklub? Ja, Kraftklub, ja, ist doch, eigentlich schon Rap. Schon, ne? Irgendwie. Das ist auch so eine Mischung aus Independent und Rap, würde ich sagen. Obwohl die auch länger nichts gemacht haben, ne? Nee, ich bin auch mal gespannt. Ich tippe jetzt einfach mal, dass die an einem neuen Album arbeiten momentan. Wünschenswert wäre es. Ich habe Kraftklub zwar nie riesig gehört, aber finde die doch ganz cool. Ich sag mal gerade noch die Orsons. Sag mir so ansatzweise was, aber nie wirklich gehört. Okay, bekanntestes ist womöglich Rosa, Blau oder Grün. Das ist ein sehr, sehr cooler Track. Gut, wenn die dir nicht viel sagen, ist eine Vierertruppe. Bestehend aus Tua, Bartek, Mackis, den man vielleicht kennt, ja, und Cass, wobei die als Stammbesetzung zusammen echt coole Sachen machen, auch schon länger. Das letzte Album war jetzt das Chaos und die Ordnung, sehr zu empfehlen, macht echt Spaß, weil es auch eine ganz coole Mischung ist. Und mir gefallen 3 der Leute eigentlich sehr gut, vor allem Tua und Mackis, die schon viel gemacht haben. Tua ist dabei vor allem einer, der, ist so schwierig zu sagen, der macht auch einiges mit Dubstep, aber er mischt sehr interessant Rap, wenn er mal was alleine macht. Mac ist es auch bekannt, sehr depressiv und sozialkritisch, aber irgendwie auch immer ganz cool. Zumindest Ein Herz voller Wespen und Graustufen Regenbogen nennt sich das, glaube ich. Ist sehr cool. Und Bartek ist gerade dabei, glaube ich, ein bisschen was Eigenes zu starten. Was auf jeden Fall sehr witzig ist, weil er bisher noch nichts Eigenes gemacht hat, und der Apfelschnittschneider. Ich hoffe, ich finde es auf Spotify und kann es in die Playlist packen. Ja. Mir würden jetzt noch so im Prinzip 3 Sachen einfallen. Zum einen höre ich momentan sehr, sehr gerne Angel Haze. Sagt dir das was? Sagt mir was, habe ich persönlich noch nie gehört, aber die war letztes Jahr auf dem Splash.
Genau, ist sie dieses Jahr, glaube ich, auch wieder. Und das ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die ist in einem christlichen Kult aufgewachsen, hat dann irgendwann festgestellt, ich bin lesbisch, wurde deswegen heftigst auch von ihren Eltern da, man könnte vielleicht sagen, terrorisiert wirklich. Ja. Und hat es jetzt aber als Rapperin sehr, sehr geschafft. Also das ist, die macht auch wirklich, wirklich gute Sachen. Sehr empfehlenswert ist für den britischen Kanal SBTV. Sollte man sich immer Hip-Hop-mäßig angucken, den Kanal. Smokey Bars TV in der langen Form. Dafür hat sie eine eigene Version von One Love. Heißt das One Love von Macklemore? Same Love meinst du? Genau, Same Love, genau. Da hat sie eine eigene Version gemacht, also über den Beat ihre eigene Geschichte gerappt. Okay, da und das ist wirklich beeindruckend. Das hört sich richtig, das ist richtig, richtig toll. Auch die Geschichte, die sie erzählt, ist sehr beeindruckend. Auch im Battle Cry geht es, glaube ich, auch um ihre Lebensgeschichte. Auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlenswert. Dann Watsky. Sagt dir das was? Nee, leider nicht. Junger Amerikaner, der auch sehr, sehr intelligente Texte macht, sehr viele Wortspiele und der sich dadurch auszeichnet, dass er, glaube ich, wirklich einer der absolut schnellsten Rapper der Welt ist. Es gibt ein Video, ich glaube, das heißt irgendwie Pale Kid Raps Fast oder so. Mhm. Warte, lass mich mal kurz suchen bei YouTube. Das ist, ja, Pale Kid Raps Fast. Watsky, Pale Kid Raps Fast, das ist wirklich absolut unglaublich, was der da bringt. Einfach. Das ist absolut verrückt. Und der, also der ist wirklich sehr, sehr gut, macht schöne Texte, schöne Musik. Zu guter Letzt, was mir jetzt noch so spontan einfallen würde, ich habe noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber zu guter Letzt, The Streets. Auch Briten war das Projekt von dem britischen Sänger oder Rapper, kann man nicht so wirklich sagen, Musiker. Sagen wir einfach Musiker, der macht eine ganze Menge, Mike Skinner. Und The Streets zeichnen sich dadurch aus, dass es auch sehr, dass es sehr, sehr viele Einflüsse vereint. Und ganz interessant ist da, dass der Typ eigentlich nicht wirklich rappt, sondern nur erzählt. Also erzählt was über die Musik. Oder nicht über die Musik, aber auf dem Beat spricht der mehr oder weniger. Das ist total faszinierend, sich das mal anzuhören. Und ist gerade, die haben auch sehr viele Songs, die total super zum Runterkommen so ein bisschen sind und zum Ruhigwerden. Das ist sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf unsere Playlist, gebe ich zu. Ja. Oh, oh. Und jetzt fällt mir noch ein, was dir auch was sagt. Gorillaz. Gorillaz sagt mir auf jeden Fall was. Zumindest absolut mit super. Feel Good Inc. ist es. Wenn ich das, aber das ist auch eigentlich bekannt. Also ich habe das Gefühl, ja, so Feel Good Inc. ist ja absolut weltweit bekannt. Genauso wie auch Clint Eastwood oder Dirty Harry. Ja, kennt man auch. Das kennt man auf jeden Fall. Ja. Habe ich noch irgendwas hier mit bei, was ich auf jeden Fall noch genannt haben will? Wobei ich auch, ich kenne eine ganze Menge Leute, ich unterbreche dich jetzt einfach nochmal, ich kenne eine ganze Menge Leute, die das Gorillaz-Album Plastic Beach total scheiße fanden. Ich finde, dieses Album ist absolut großartig und total super. Das ist so absolut gut und jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung von Musik. So. Du hast dein Statement klar gemacht. Ich sage ganz kurz noch ein letztes Wort. Alligator, muss man nicht viel zu sagen, finde ich auch super lustig. Habe ihn aber leider auch erst durch sein letztes Album jetzt kennengelernt, Triebwerke. Bin aber auch arg begeistert. Super lustig. Kann man sich nur geben. Wird immer noch sehr, sehr viel im Auto gehört bei einem Freund von mir, bei dem ich häufiger mal mitfahre. Es ist krass, wie das auch noch im Club gespielt wird. Hin und wieder gehe ich dann ja doch mal feiern und Willst du läuft halt immer noch. Das ist total krass. Meistens in irgendwelchen komischen Remix-Versionen. Und vor allem, ich habe mich auch gefragt, so, wenn du dich erinnerst, dass auf Facebook dann so viele geschrieben haben, so, ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert oder so. Wo ja. Du denkst, eigentlich ist es ein unfassbar abgefucktes Lied und das schreiben irgendwelche Mädels halt gerade bei Facebook, wo du dir so denkst, so, habt ihr euch das Lied eigentlich mal wirklich ganz angehört oder habt ihr den Sinn einfach nicht verstanden? Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist, glaube ich, so mit Abstand der gesellschaftskompatibelste Song über Drogen, den ich
seit langer Zeit gehört habe. Ja, und dass das so abgegangen ist, das ist echt krass. Ja. Ich freue mich für Alligator, aber es ist krass, dass das so durchgegangen ist. Nicht schlecht. Aber Kinder, Drogen sind böse. Nehmt keine Drogen. Ja. Ja. Wir müssen doch auch noch mal irgendeine Message müssen wir reinbringen. Nee, wir sind hier im Internet. Das ist auch wieder wahr. Ja, deswegen, das ist das Problem. Ich glaube, damit haben wir es, oder? Ich glaube auch fast. Ja, ich finde, dieser Podcast zeigt sehr gut, wie schwierig es ist, über Musik zu sprechen in einem Podcast, obwohl wir beide schon Rap hören. Ich konnte leider zu deinen fast nichts sagen, was mir sehr unangenehm ist. Und deswegen hoffe ich, dass die Zuschauer bzw. Zuhörer wissen, warum wir in nächster Zeit wahrscheinlich keinen Musikpodcast mehr machen, würde ich behaupten. Vielleicht fällt uns ja aber noch irgendeine unglaublich krasse Idee ein, wie wir das alles unter einen Hut bringen, was da in der What the Nerd Redaktion gehört wird. Vielleicht einfach nur, wie hören wir grundsätzlich Musik? Aber das ist, glaube ich, zu allgemein und ist irgendwie... Was hört eigentlich Leon für Musik? Man weiß es nicht. Ist Leon überhaupt noch Teil des Teams? Nee, der macht lebt auch, Leon überhaupt noch? Der macht ja gerade Abi. Genau, dieses Abitur, von dem wir immer so viel gehört haben. Obwohl, das müsste mittlerweile doch auch fast schon rum sein. Jetzt kommt nur noch... Dürfte eigentlich, ja. Also bei uns sind momentan... Leon, solltest so du das hören? Du bist immer ein Mitglied dieser Redaktion. Mach mal wieder einen Beitrag. Aber das sollte ich auch Mirko sagen, das sollte ich auch dir sagen und das sollte ich vor allem mir selber sagen. Ja, ich hatte viel zu tun und so. Aber wir sind ja gerade dabei, wir machen ja einen. Genau, wir machen einen und ich wollte demnächst auch noch ein, zwei Sachen schreiben. Ich habe da so Ideen im Kopf. Hey, das ist schon wieder ein Mini-Podcast, ich bin begeistert. Ja, ja, mir fällt gerade ein, ich muss auch noch den zweiten Teil vom The Wire-Artikel, den eh niemand lesen wird, Paul, schreiben. Obacht, fang nichts an, was du nicht beenden kannst. Das ist wahr, das ist wahr. Das hätten wir Nick auch sagen. Hoppla. Entschuldigung. Das ist jetzt blöd. Nein. Grüße, falls Nick, du das jetzt an dieser Stelle hörst. Wahrscheinlich nicht. Aber Grüße. Von mir auch, von mir auch. Ja. Wollen wir jetzt noch ein Was geht ab Podcast hier raus machen? Paul, was geht? So mittelmäßig viel. Schule, sehr, sehr viel. Aber auch nur für 3 Wochen. Und dann geht die Party ab. Dann habe ich erst mal 4 Wochen, wo ich eigentlich nichts mehr machen muss. Nee, dann sind 4 Wochen Schule. Aber Schule, wo ich nichts mehr machen muss, weil in 4 Wochen die Noten, oder in 3 Wochen werden die Noten eingetragen. Naja, ich sag mal, nichts mehr im Studium. Ja. Ihr würdet mich alle umbringen. Ich wollte gerade fragen, was bei dir abgeht. Wenn ihr wüsstet, wie wenig ich zur Uni muss. Dafür musst du immer eine halbe Stunde durch Hannover fahren, um das zu deiner... Nein. Hey, aber mir fällt gerade ein, bei mir war heute noch was, ich durfte heute mal wieder einen Film drehen. Yay. Für welches Fach? Für die Schule. Für welches Fach? Geschichte. What? Oh my God. Oh my God. What ja, that? Ja. Vielleicht schreibe ich da noch einen Making-of-Artikel oder so drüber. Vielleicht postest du das Video einfach, wenn es gut ist. Ist es gut? Weiß ich noch nicht. Dann lass es. Das weiß ich am Freitag. Und dann muss ich wahrscheinlich oder das mit der Musik zeigt sich noch. Ja. Dann wollen wir diesen Podcast vielleicht doch beenden. Könnte man so langsam machen. Ja, Mirko, machst du bitte einmal das Ende? Ja, danke Mirko. Ich sag auch ciao. Vielen, vielen Dank, Mirko. Ja. Schön, dass du dabei warst, Mirko. Er hat sich gut eingebracht, fand ich dieses Mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee. Ja, dieser Gag ist wirklich nicht so gut. Nee. Und Gott sei Dank haben wir ihn aber auch nicht ausgereizt. Wir hatten ihn am Anfang und jetzt am Ende. Aber das ist ein schöner Bogen, finde ich. Oh, übrigens, was wir gar nicht erwähnt haben, wir haben jetzt sogar noch ein musikalisches Intro. Das wurde noch nie in einem Podcast erwähnt, weil der eine Podcast, in dem wir es erwähnt haben, nie gesendet wurde. Aber das ist egal. Das sind die Lost Episodes und ich würde sagen, wir beenden das jetzt doch vielleicht nochmal. Ja, genau. Ich weiß auch, womit wir diesen Podcast beenden, nämlich gleich mit Stille. Was dem geschuldet ist, dass zum einen wir gleich nichts mehr sagen werden und zum anderen, dass dann auch einfach die Audiodatei zu Ende ist. Paul, es war schön mit dir, über Rap zu reden, auch wenn ich immer noch nicht das Gefühl hatte, viel darüber sagen zu können. Aber beim nächsten Mal ein Thema mit mehr gemeinsamen Wissen. Ja, mir hat es trotz allem auch Spaß gemacht. Das ist schön. Obwohl wir uns natürlich nicht mögen. Ja, stimmt. Stimmt, das haben wir vergessen zu sagen.
erster Podcast ohne Mirko und es ist nichts abgestürzt. Ja, da ist das ein Zeichen? Hat es in deiner Küche gebrannt? Nee. In meiner auch nicht. Ich hoffe es zumindest. Ich sitze hier im zweiten Stock und die Küche ist unten. Okay, gut. Also wenn ich gleich runter... Ja, wir kommen echt nicht zum Ende. Deswegen sage ich jetzt einfach mal tschüss, ich war Paul. Und bin es eigentlich auch immer noch, wenn ich es recht bedenke. Das ist gut, dass du bei dieser Meinung bleibst. Dann bin und bleibe ich einfach Kevin und sag auch ciao, Stille. Nee, eigentlich keine Stille. Stille ist langweilig. Ciao. Tschüss. Boah, ist ja auch immer so langweilig, wenn du nichts sagen musst. So ein bisschen. Ja. Wobei ich mir damit jetzt die Zeit vertrieben habe, dass ich mir irgendwelche lustigen Sachen auf Rap Genius angeguckt habe. Bis dann, bis zum nächsten Podcast. Ciao. Jo.